das ist so gut. Was? Das ist doch nicht dein Ernst! Nein, nein! Herzlich willkommen zur Top 10 Show, der Sendung, in der die Rocket Beans Redaktion zusammenkommt, um über ihre einprägsamsten Gaming-Erlebnisse zu sprechen. Die wiederum werden praktisch in eine Top 10 Liste gepackt. In der ersten Folge geht es um die fiesesten, hinterhältigsten und anstrengendsten Endbosse, denen wir in Spielen begegnet sind. Welcher Endboss sorgt bei Simon immer noch für Albträume? Welcher Fight ist Chiara im Gedächtnis geblieben und was pöbelt Reinke da schon wieder? Die Antworten gibt es genau jetzt. Viel Spaß mit unserer Top 10 der fiesesten Endgegner in Videospielen. Wir starten natürlich mit Platz Nummer 10. Den beansprucht Wispig aus Diddy Kong Racing. Einer der härtesten Bosskämpfe, die ich je gemacht habe, war Wispig bei Diddy Kong Racing. Du kannst noch so gut fahren, du wirst Wispig nicht schlagen, weil er einfach viel zu schnell für dich ist. Man muss den Trick machen sozusagen, ohne Gas über die Speedfelder rübergehen und erst nachdem du die Beschleunigung hast, aufs Gas gehen und hoffen, keinen Fahrfehler zu machen, dann hast du nur eine Chance gegen Wispig. Und wenn du dann zum Flugrennen kommst, dann ist Wispig nicht nur ganz schnell, er sitzt auf einer Rakete drauf und düst einfach vor dir weg, sondern der Kurs ist auch einigermaßen knifflig. Ne? Da gibt es überall dann Vorsprünge, an die du stoßen kannst, da gibt es Schussanlagen, die dich beballern. Und da gilt das Gleiche, da musst du einfach perfekt die Strecke kennen, wirklich gar keinen Fehler machen und am Ende hoffen und beten, dass Wispig sich nicht nochmal an dir durchdrängt und vorbeizieht und dir den Sieg in letzter Sekunde dann wegschnappt. Also ich bin zwar sehr stolz darauf, dass ich es geschafft habe, aber ich spüre heute noch leicht die Folgen. Weiter geht es mit Platz Nummer 9, Dr. Karls Robot aus Cuphead. Dr. Karls Robot bei Cuphead ist so ziemlich der schlimmste Boss im ganzen Spiel. Und es hat mehrere Gründe. Grund Nummer 1, es ist ein Fluglevel. Man ist also in einem Flugzeug und hat nicht wirklich taktischen Spielraum, weil du kannst nicht entscheiden, mit welchen Patronen du schießt. Also musst du wirklich dich komplett auf deinen Skill verlassen, der vielleicht auch gar nicht vorhanden ist. Hit me with your best shot. Fuck you! Punkt Nummer 2 ist, dass da so viele Projektile da unterwegs sind, dass du ständig überrascht bist. Zum einen schießt in der ersten Phase der Roboter Kanonenkugeln ab, die einen verfolgen. Dann denkst du dir, ja, ist ja kein Problem, weiche ich aus, schieße ich drauf. Aber sobald du drauf schießt, dann kommt eine riesen Explosion, von der du dann auch aufgefressen wirst. Dann der nächste Punkt ist, dass auch von hinten ständig Sachen kommen. Dann kommt entweder die Hand, die lange Hand des Roboters, die dich dann von hinten aufspießen möchte, oder diese Zielprojektile, diese Kanonen kommen auch von hinten, da musst du aufpassen. Und wenn du in dem Augenblick stirbst und dir denkst, naja, ich bin ja ziemlich weit gekommen, so lange kann es ja nicht mehr weitergehen, dann kommt erstmal die Anzeige und zeigt dir, nee, du bist erst am Anfang. Es gibt insgesamt 3 Phasen. Und der Roboter hat irgendwie 2 Phasen, hast du noch die 3. Phase und das ist dann auch dieser Doktor quasi, der den Roboter gebaut hat, der dann auch erstmal mit 50.000 Projektilen auf dich schießt. Oh, fuck you. Shit. Da kommen auch noch so Wände irgendwie das Spiellevel runter und rauf und da musst du auch nochmal außen rum, währenddessen auch noch die ganzen kleinen Geschosse ausweichen und auf den Doktor schießen, damit du überhaupt gewinnst. Also, es ist der schlimmste Boss im ganzen Spiel. Platz Nummer 8 beansprucht Morgan Freeman aus South Park The Fractured Butthole. Leute, in South Park The Fractured Butthole gibt's einen ganz besonderen optionalen Bossfight. Kein geringerer als Morgan Freeman ist wahrscheinlich der härteste Boss, den es in diesem Spiel zu finden gibt. Das liegt daran, dass er einen flächendeckenden Furz hat. Hey, you leave him alone! Er kämpft auch nicht von sich aus gegen dich. Du musst ihn irgendwie mehrfach schlagen hinter seinem Tresen. Er hat da so einen Takoladen im Spiel. Und erst wenn du ihn so provozierst, tritt er überhaupt zum Kampf an. Und du kannst ja bei South Park die Schwierigkeit determinieren, indem du die Hautfarbe deines Charakters einstellst. Wenn du schwarz einstellst, was hart ist, wird er niemals gegen dich kämpfen. Egal wie du ihn provozierst, er wird nicht gegen dich kämpfen. You have potential, kid. Maybe I'll leave the old taco shop to you in my will. Retro darf natürlich nicht fehlen. Platz Nummer 7 mit Mike Tyson aus Punch-Out. Okay, Mike Tyson
bzw. Mr. Dream in Punch-Out ist ein ganz besonderer Boss. Im Gegensatz zu anderen Fighting-Games hat er nicht irgendwie spezielle Moves, die er die ganze Zeit spammt oder was auch immer. Er ist mega tanky und er kann mit einem Schlag jemanden auf die Matte hauen. Und sobald das passiert, hat man Probleme. 2-3 Mal in einer Runde und ist TKO. Dann ist die Runde vorbei, beziehungsweise das Spiel vorbei, man ist Game Over und Mr. Dream, Mike Tyson, hat gewonnen. Letztendlich ist alles, was man da macht, Muscle Memory. Man muss alles auswendig lernen. Alle anderen Bossgegner, beziehungsweise alle anderen Boxer, die haben ja irgendwie so eine Macke, wo man auch aufpasst und im richtigen Moment zuschlagen muss. Bei Mike Tyson ist es ein bisschen schwieriger. Da muss man tatsächlich taktieren. Mit Platz Nummer 6 haben wir unseren ersten Soulsborne-Boss, nämlich den Waisenknaben von Kos. Mein absoluter Hassgegner. Nummer 1, Numero Uno, ist natürlich, wie soll das anders sein, der Waisenjunge von Kos aus Bloodborne. Mit dem hatten wir 6 Stunden, das ist jetzt wirklich kein Scheiß, 6 Stunden lang hatten wir Action mit dem Dude. 3 Folgen unseres Knalldurchgenommens war nur, wir versuchen es wieder, dann versuchen wir es nochmal und dann, als wir es nochmal versucht haben, haben wir es nochmal versucht und haben es immer noch nicht geklappt. Und dann kam dieser legendäre, geile Move von, naja, ich möchte jetzt nicht sagen, wer es ist, aber es reimt sich auf Himon. Da! Oh, jetzt kommt diese Blitze, guckt euch das mal, was ist das für ein Scheiß? Jetzt hat er mir schon die Hälfte abgesaugt. Jetzt hätte ein Schlag. Ja! 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 Oh, das war so easy! Es ist aber auch ein geiler Endkampf, nicht nur, weil er halt schwer ist und weil er trotz allem fair bleibt und weil er einfach so mit dem Geschrei und die ganze audiovisuelle Umsetzung ist nicht nur deshalb toll, sondern auch, und das ist, gilt herauszustellen, dass diese Arena, sie ist nicht vollgestellt. Man hat dann diesen Übergang noch ins Wasser, hier seht ihr vielleicht so ein bisschen im Hintergrund, den Übergang langsam ins Wasser, kann also auch ein bisschen im Wasser kämpfen. Kann ich also nur loben, ist auch nicht unwichtig, neben dem Endgegner auch eine geile Endgegner-Arena zu haben. Ja, ich hoffe, der andere, den ich gleich nenne, kommt auch noch rein, ist auch ein Soulsborne. Wie sollte es anders sein? Platz Nummer 5 mit dem besten Spiel der Welt, die Radiance aus Hollow Knight. Nein, ich möchte nicht korrigiert werden, bestes Spiel, Punkt. Platz Nummer 5 der härtesten Bossfights überhaupt ist, wie sollte das anders sein, Radiance aus Hollow Knight. Ist aus verschiedenen Gründen ein harter Bossfight, nicht zuletzt, weil man den nicht im direkten Hauptspiel findet. Man muss erst den Hollow Knight besiegt haben, das ist der eigentliche Gegner des Spiels. Dann muss man verschiedene Items finden, man muss geheime Orte besuchen, dann den Hollow Knight wieder bekämpfen und besiegen, in seinen Traum eindringen, wo dann die Radiance auf einen wartet. Und dann fängt der Spaß erst richtig an. Der Kampf ist ein Wechsel aus Bullet Hell, aus haarscharfen Plattformpassagen und gleichzeitig muss man zusehen, dass man in den Nahkampf geht und Schaden austeilt. Und das ist der Loop, der dann immer schneller und schneller und schneller wird, bis man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Ist kein einfacher Fight, aber der macht echt Spaß. Denn am Ende bekommt man das True Ending und man hat den finalen Boss des Hauptspiels besiegt und beendet. Ich habe tatsächlich direkt wieder Bock weiterzumachen. Ich will wieder Hollow Knight spielen. Vielleicht mache ich einen zweiten Playthrough oder warte auf Silksong, wenn es in 5 Jahren rauskommt. Und weil es so schön war, der nächste FromSoft-Boss, Genichiro aus Sekiro. Es reimt sich. Einer der absoluten Drecks-Endbosse aller Zeiten. Der muss natürlich genannt werden. Ich meine natürlich den G-Man und damit nicht den Typen mit der Aktentasche aus Half-Life. Ich meine Genichiro, den alten Popelknecht. Guckt ihn euch an. Hier sehen wir ihn. Und das Lustige ist, hier sehen wir jetzt gleich auch eine Szene, die wirklich passiert ist. Ich habe gespielt. Wir hatten Genichiro schon, naja, weit nicht an der Stelle. Aber wir haben auf jeden Fall mit ihm gekämpft. Und wir hatten die ganze Zeit einen Controller, der schon so ein bisschen fertig war. Und der hat die ganze Zeit schon angedeutet, was? Dass der Akku gleich leer ist. Nein, nein. So. Jetzt reicht's aber wirklich. Ey, das ist halt echt passiert. Das ist echt passiert. Und ich meine, das war nicht ganz am Ende, aber es war schon die zweite Phase oder irgendwie so. Also, naja. Und danach kam diese Runde. Wir haben insgesamt auch wieder, glaube ich, 5 oder 6 Stunden, vielleicht auch nur 4, aber irgendwo in dem Bereich, gegen Genichiro gekämpft. Ja, du lebst noch. Ah, oh, jetzt bin ich selbst angespannt, Alter.
Mein Freund? Jetzt! Es endet jetzt! Ja, ja, da habe ich ihn ja tatsächlich. Nein, aber da habe ich dann nicht den Stich gemacht, ich Idiot. Aber jetzt endet es ganz sicher. Es endet jetzt. Hör jetzt mal auf. Ich habe gesagt, Ende jetzt. Ja, mach schon wieder falsch, du Idiot. Mann. Ja, ich finde ihn doch gleich. Jetzt kommt aber die Blitzkacke. Oder hat mich auch noch erwischt. Die Scheiß, der Scheißkerl. Jetzt kommt's. Ich finish ihn jetzt, Nils. Es wird jetzt gefinisht. Es wird gesprungen, nochmal gehauen. Jetzt wird er gefinisht. Er will einfach nicht gefinisht werden, Nils. Ja! Jetzt gefinisht! Bitte, tu es doch jetzt! Ja! Ja! Ha, nochmal! 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 Was denn jetzt? Panik! Oh, okay. Oh. Oh. Das allein jetzt das Zugucken war fucking anstrengend, Leute. Diskussion. Oh Gott. Genichiro ist ja eben dieser Genickbruch-Moment im Spiel, wo die meisten aufhören. Und den überstanden zu haben, das gibt einem irgendwas. Das gibt einem einfach irgendwas mit, so fürs Leben. Während sich Simon erholt, machen wir weiter mit Platz 3. Sigrun aus God of War. Also Sigrun auf Platz 3 kommt mir sehr treffend vor, denn sie ist echt super, super hart. Ich muss zugeben, ihre kleinen Schwestern waren eigentlich schon genug für mich. Die haben mir schon ordentlich den Arsch versohlt. Ich muss aber sagen, diese ganzen, wie viel waren es, 8 Amazonen-Mobbing-Schwestern, die haben alle unfair gekämpft, die haben da Blitze rausgehauen, die haben so viel Feuerwerk und Bling-Bling gemacht. Und das ist irgendwie für jemanden, der Bock auf Schwertkampf hat und auf Axt ins Gesicht, ist das einfach nicht, das ist nicht ehrenhaft. Da hatte ich auch keinen Bock mehr drauf. Vielleicht war ich auch nur zu scheiße, ich weiß es nicht genau. Und vielleicht war auch der Junge schuld, weil er nicht genug Pfeile geschossen hat. Ich weiß es nicht genau. Junge. Jetzt fängt's an, persönlich zu werden. Platz Nummer 2 mit Sans aus Undertale. Okay, Sans in Undertale ist ein super, mega besonderer Boss. Er hat alles, was für einen Bosskampf nötig ist. Geile Dialoge, geiler Kampf und die geilste Musik überhaupt. Der Kampf ist nicht mal wirklich ein Kampf. Letztendlich ist es pures Ausweichen. Man weicht seinen ganzen Attacken aus, bis er irgendwann viel zu müde ist und man einen Schlag dann macht. Slack! Und er ist tot. Oh! Ich glaube, wir haben ihn doch erwischt. Zwischendurch hat er auch Dialoge. Er bricht die vierte Wand. Er merkt es, wenn ihr mehrere Versuche gemacht habt. Er versucht, euch reinzulegen. Er macht alles Mögliche, um zu gewinnen und er feuert sein ganzes Arsenal aus. Er zerbricht einfach mal die vierte Wand und das ist fantastisch. Ihn zu bekämpfen ist pain in the ass, aber ihn zu besiegen ist eines der besten Momente überhaupt. Geht er jetzt wirklich weg? Was passiert jetzt? Und Platz Nummer 1, der größten, unausstehlichsten Nervensägen. Wie sollte es anders sein? Ishin aus Sekiro. Ich schwöre, ich hasse den. Sehr gute Wahl. Ishin ist der fieseste Bastard der Videospielgeschichte und ich sag euch auch warum. Er ist super alt und tut so, als wäre er schlaff und alt und ein netter alter Opa, der auf dem Boden sitzt und gar nichts macht und er gibt einem noch ein paar Tipps und so weiter. Tokini Genichiro wa dou jatta? Und ganz am Ende des Spiels entpuppt er sich als ziemlich gelenkig und ganz schön flink und ist echt ganz schön schwer umzuhauen. Alter Schwede, ey. Und dann hat er auch noch seinen besten Kumpel Genichiro, den ich vorher im Spiel schon platt machen musste, und das war auch ganz schön langwierig, als Türsteher engagiert, der dann nochmal auftaucht. Und jedes Mal, wenn man Ishin hauen will, muss man erst an Genichiro vorbei, der auch ziemlich frustriert ist. Kannst du nicht einfach mal sterben? Alter, der Typ ist so ein Nervensäge. Wie fucking herbes. Und dann nochmal fieser. Holt der alte Sack in Phase 4, glaube ich, noch eine Pistole raus. Also mega ein feiger Bastard sozusagen. Und ja, was soll ich sagen? Wahrscheinlich eng verwandt mit Erol. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aus Gothic. Ist auch ein frustrierter alter Senior, der auf einer Bank sitzt und harmlose Passanten verprügelt. Sehr aggressiv. Würde ich, er konnte es nicht haben. Ich habe ihn nicht mal angeguckt. Ach komm, ey, ich muss jetzt irgendwie meinen Zorn loswerden, Erol. Ja, verflucht, ein Schlag! Ein Schlag! Ungefähr auf der Stufe ist er. Vielleicht ist Erol noch eine Stufe boshafter, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sitzen die beiden jetzt wahrscheinlich zufrieden auf dem Rentnerbalkon und machen High Five. Nein, tun sie nicht, denn ich habe sie beide getötet. Sehr gut.
Jetzt seid ihr dran. Welcher Boss fehlt eurer Meinung nach in dieser Liste? Und welches Thema sollten wir für die nächste Top-Fan-Show in Angriff nehmen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und teilt auch gerne dieses Video. Danke euch. Zum Abschluss hier nochmal die finale Top 10 im Schnelldurchlauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.